Eine japanische Kreatur, über die man kaum etwas weiß, ist der Yuan. Dieser Yokai ist sehr selten zu sehen, doch hört man ihn dafür häufiger. Er ist nach dem Schrei benannt, den er immer bei Dunkelheit ausstößt. Es ist nicht bekannt, wie der Yuan aussieht, da es keine schriftlichen Aufzeichnungen dazu gibt. Jahrhundertelang vermutete man, dass er keinen Körper besitze und formlos wäre. Doch zur Edo-Periode änderte sich das, denn der Künstler Sawakisushi gab dem Monster eine Form. Es heißt, Yuan findet man in der Nähe von alten verlassenen Gebäuden und Tempeln. Alleinreisende Menschen sind seine Opfer. Er greift sie an, indem er aus dem Schatten springt und sie mit seiner unverkennbaren Stimme anbrüllt. Manch einer erschrickt sich so sehr, dass er in Ohnmacht fällt und nie wieder aufwacht. Denn der Yokai hat es auf ihre Lebenskraft abgesehen. Wenn er sie hat, verschwindet er in der Dunkelheit. Sollte der Yuan jedoch einer mutigen und furchtlosen Person gegenüberstehen und diese ihn mit Yuan zurück anbrüllt, so flieht das geheimnisvolle Wesen und kehrt nie wieder zurück. In der Präfektur Akita soll in der Edo-Periode ein junges Ehepaar ein altes Herrenhaus erstanden haben. Als sie einzogen, geschah in der ersten Nacht ihres Aufenthaltes etwas Merkwürdiges. Sie wurden von einer gruseligen Stimme aus dem Schlaf gerissen, die mehrmals die Worte Yuan riefen. Das erschrockene Paar durchsuchte das ganze Haus, doch sie fanden nichts. Auch die nächsten Nächte konnten sie kein Auge zutun, denn immer wieder war dieses Geschrei zu hören. Einige Zeit darauf bemerkten die Nachbarn, dass etwas bei den Eheleuten nicht stimmte, und sie fragten sich, warum sie immer so erschöpft und müde aussahen. Der Ehemann versuchte ihnen zu erklären, was der Grund dafür sei, und er wollte wissen, ob sie diese mysteriösen Geräusche auch gehört hatten. Doch niemand wusste etwas davon. Zudem glaubte man den wirren Geschichten des Paares nicht, und es verbreitete sich das Gerücht, dass sie wegen anderer nächtlicher Aktivitäten keinen Schlaf bekamen. Hat es sich wirklich um einen Yuan gehandelt? Was denkt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare.